Christiane Backer. Einige das würde ich gerne auch deshalb jetzt mit hineinziehen in diese Rede, weil ein Stückweg vergleichbar ist vielleicht. Also Sie haben, wie Frau Ball es geschafft, aus einer anderen Zeit und mit anderen Mitteln, aber ganz nach oben zu kommen. Also MTV, das war das Sprachrohr der Jugend. Sie waren ein Star dieser Jugend. Also Sie waren mindestens genauso verehrt wie die Stars, die Musiker selber, als eben Moderatorin dieses Senders. Auf dem Höhepunkt dieser Karriere, hat irgendwas nicht gestimmt? War das so ein ähnliches Gefühl wie bei Frau Ball? Es reicht nicht? Ja, ich höre es auch bei dem Herrn neben mir auch so ähnlich. Ja, ich hatte alles, was man sich nur wünschen oder träumen kann. Interessante Menschen kennengelernt, bin viel herumgereist, mit den Popstars unterwegs gewesen, konnte mir alle Klamotten kaufen, die ich nur wollte, war auf tollen Partys eingeladen. Aber letztendlich fühlte ich eine Leere in mir. Ich habe vor 70.000 Menschen moderiert und diese ganzen großen Shows moderiert und war am Ende allein im Hotelzimmer mit den rauschenden Ohren und musste dann wieder runterkommen. Und ich war nicht richtig wirklich erfüllt. Was ich dachte zuerst war, dass mir die Liebe fehlt. Mhm. Aber was ich dann durch die Liebe kennengelernt habe, war, dass mir die ultimative Liebe fehlte. Mhm. Die Liebe zur Heiligkeit. Die Liebe, die Verbindung mit der Heiligkeit, die Verbindung mit Gott. Das ist ein anderer Gott geworden, weil die Liebe, ist das ein Zufall gewesen, weil Sie eben damals mit einem muslimischen Mann. Für mich ist Gott der gleiche. Gott ist Gott. Gott, wir beten alle zu Gott. Aha. Das ist der gleiche. Allah ist das arabische Wort für Gott. Dieu, das Französische. Dio, das Italienische. Ach, das Indianische. Von MTV nach Mekka heißt der Bericht dieser Erfahrung. Darin ist eben auch geschildert, wie Sie mit Imran Khan, das war, wie ich vermutlich eben der Mann, der Sie dahin mitgenommen hat, dann nach Pakistan gereist sind, in ein sehr wildes Land. In die Berge gegangen? Damals war es noch anders zum Glück. Also ich habe es kennengelernt, ohne Taliban und ohne Al-Qaida. Ja, in diese ganzen Gegenden, die ich besuchen durfte, da kann man überhaupt gar nicht mehr hinfahren. Das ist leider ja, sehr verändert heutzutage. Aber ja, ich bin mit dem Imran, ich beschreibe das auch alles in meinem Buch, durch Pakistan gefahren, habe dort auch bitterarme Menschen kennengelernt, die wirklich nichts hatten, die so arm waren, dass sie über ihren Kühen geschlafen haben in den Bergen. Weil es wärmer ist. Weil es wärmer ist, weil die Wärme nach oben steigt. Und trotzdem, als wir sie besucht haben, haben sie ihre Aprikosen, ihre Walnüsse mit uns geteilt, mit einem Leuchten in den Augen, im Namen Gottes, Bismillah. Und überhaupt habe ich das gesehen, dass die Menschen dieses Leuchten in den Augen hatten, obwohl sie bitterarm waren. Und dass Gott allgemein in deren Leben tagtäglich dabei ist. Also im Alltag spielt Gott eine Rolle. Und das habe ich so bei uns oder in meiner Welt damals einfach noch nicht erlebt. Mhm. Und das habe ich fasziniert. Der Imran Khan, ist es dieser Cricketspieler? Ja, genau. Ah, ja. Der jetzt Politiker. Ein schöner Mann. Ich auch religiös geworden. Da wären Sie auch religiös geworden. Verstehe. Aber es ist ein sehr attraktiver Mann. Nach Pakistan wäre ich ganz bestimmt mit ihm gefahren. Die Beziehung hat nicht gehalten, aber die Religion ist geblieben. Die Liebe, also der Glaube ist so, Gott hat gehalten. Ja. Die Liebe zu ihm ist irgendwann verschwunden. Und so ist das eben mit der Liebe zu dieser Welt, mit der irdischen Liebe. Alles, was wir hier in dieser Welt leben, ist vergänglich. Mhm. Aber die Liebe zu Gott, die geht ewig weiter. Jetzt ist der Islam eine Religion, wenn man in diesem Kulturkreis aufgewachsen ist, wo man sich eben auch gerade als Frau vorstellt, naja, das ist ja aber dann ein steiniger Weg quasi zur Erleuchtung. Es gilt allgemein als eine Religion, die Frauen noch unfreier macht. Ausgerechnet, das haben Sie sich also ausgesucht als Ihre Religion. Ich habe mich viel mit genau dieser Thematik natürlich auseinandergesetzt, bevor ich konvertiert habe. Mhm. Denn natürlich hätte ich keine Religion angenommen, wo Frauen in irgendeiner Weise zweiter Klasse sind oder in irgendeiner Weise benachteiligt sind. In Afghanistan steinigen die Mädchen, werden Mädchen mit dem Tode bedroht, weil sie in die Schule gehen. Das hat nichts mit dem Islam zu tun. Das hat sowieso überhaupt nichts mit dem Islam zu tun. Ja. Ich habe lange gebraucht, bevor ich die Kultur von der Essenz ausgesiebt habe. Mhm. Die Essenz ist wunderschön. Mhm. Frauen und Männer sind gleich vor Gott. Schwarz, weiß, grün, gestreift. Die Männer, die Menschen sind gleich vor Gott. Das zeigt auch die Pilgerfahrt. Ich war ja auf der Hadsch gewesen in Mekka, das beschreibe ich auch in meinem Buch, wo alle ein weißes, einfaches Pilgergewand anhaben. Und ein König neben einem Bettler betet, ein Schwarzer neben einem Weißen, neben einem Roten. Und es zeigt eben, wir sind alle gleich vor Gott. Arm, reich, nichts zählt, außer das, was wir in unserem Herzen haben und unsere Taten. Sie beten 5-mal am Tag, also der Gebetsteppich ist immer dabei?
Naja, nicht immer dabei, aber ich habe jetzt auch einen kleinen Teppich für mein Gesicht, dass ich mein Gesicht drauflege. Mhm. Ja, absolut. Irgendwo habe ich gelesen, Sie haben alle Miniröcke verbrannt. Verbrannt war es nicht, aber weggeteilt, aus dem Schrank, außer dir. Ja, zur Charity gegeben. Ich trage immer noch gerne modische Sachen, aber anders. Möchte nicht, dass die Leute mir hinterher pfeifen wegen meinem Körper. Ich möchte für meinen Geist, für meine Persönlichkeit geschätzt werden und nicht für meinen Körper. So, und das macht doch dann irgendwann mal die Arbeit bei MTV völlig unmöglich, weil wenn man diesen Sender anschaut oder alle, wo eben Musikvideos gezeigt werden, das ist ja eine einzige Parade von Minirücken und anderen unzüchtigen Kleidungsstücken. Ja, genau. Und so während meiner Arbeit begann ich dann auch längere Klamotten zu tragen. Das war gerade zur Zeit der Grunge-Mode, also fiel das zunächst niemandem auf. Ja. Aber es gab natürlich andere Dinge, ganz genau. Also wenn ich jetzt auch MTV schaue und alle Dekolleté raus und so, das ist halt die Showbiz-Welt. Je weniger, if you got it, flaunt it. Und das ist eben nicht mehr meine Philosophie. Das ging irgendwann mal nicht mehr. Also der Glaube machte irgendwann mal auch diese Art von Arbeit unmöglich. Abgesehen von den Partys, wo Alkohol getrunken wird, das kann man ja als Muslime auch nicht. Nein, aber ich kann doch auf Partys gehen und wenn die Leute anfangen, neben sich zu stehen und Unsinn zu reden, dann gehe ich lieber nach Hause, wache am nächsten Tag auf, habe keinen Kater, bin früh wieder frisch und habe in Wirklichkeit mehr vom Leben. Und ich habe immer weiter moderiert. Ich moderiere Konferenzen, Wirtschaftskongresse, ich moderiere andere Sendungen. Mhm. Nur dieses reine Musikbusiness interessiert mich nicht mehr. Mein Motto ist jetzt Entertainment mit Innertainment. Entertainment mit Tiefgang, mit Seele. Mhm. Aber so dieses platte Äußere nach außen gerichtete interessiert mich einfach nicht mehr. Ich war gerade gestern, ich bin noch so ein bisschen in der Gesellschaft unterwegs, auch in London, und war auf so einem großen Lunch gestern von einem großen Journalisten, Andrew Neil. Kennen Sie vielleicht Andrew Neil, Moderator, Journalist und so weiter. Da waren Politiker, alle möglichen Leute da. Aber es war langweilig, es war oberflächlich. Mhm. Kein Mensch hatte Tiefgang. Ich habe mich nicht, Sie kennen das Gefühl, man ist da, man sieht auch aus wie die anderen und so weiter, aber man fühlt sich gar nicht zugehörig mehr, nicht verbunden, weil diese tiefere Verbindung einfach fehlt. Aber wenn es einen Menschen gibt, so wie Sie oder Sie, dann hätten wir den ganzen Namen da zusammengestanden und uns vergnügt. Also wenn Sie sind Sie der glücklichere Mensch jetzt? Ja, auf alle Fälle. Ist das so platt, einfach zu sagen? Ja, und genauso wie der Herr hier. Jörg Andres Elten heißt er. Ja, genau wie Herr Elten erzählte, mein Glück hängt jetzt nicht mehr von den äußeren Umständen ab, sondern ich bin glücklich in mir selbst. Bin glücklich in der Natur, bin glücklich mit dem, was Gott mir gegeben hat. Mhm.